Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, wir starten sehr, sehr früh mit Trackmania Turbo. Ich freue mich, ich liebe diese Trackmania-Spiele. Ich spiele die schon seit dem ersten Teil und es ist einfach immer wieder ein Spaß und eine Freude. Die sind zwar immer relativ einfach von den Strecken her, aber die Grafik wird ja auch immer schöner und das ist gerade dieser Reiz daran, dass man halt die Strecken auch alle bauen kann und das alles wie so ein, ja, Sandkastenprinzip ist. Und ja, wir schauen jetzt mal in Trackmania Turbo rein. Das Ganze auch mit Gewinnspiel. Das heißt, ihr könnt diesen Key gewinnen, denn allerdings nicht für die Xbox, sondern für den PC. Was müsst ihr machen? Einfach einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Und dann seid ihr in der Verlosung hier mit dabei. Das Ganze läuft 14 Tage, also ihr habt genug Zeit mitzumachen. Daumen hoch, Kommentar hinterlassen und dann gibt's die Verlosung. Ja, herzlichen Dank an Ubisoft für die Bereitstellung natürlich auch der Keys, damit ich hier auf der Xbox One jetzt schon starten kann. Und ja, dann werfen wir mal einen Blick rein. Ja, täglich, ihr müsst mal auf die Seite gucken, auf meinen Kanal, den ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren dürft. Da seht ihr dann auch, um wie viel Uhr die Folgen immer rauskommen. Also zu den ersten Trackmania-Teilen ist natürlich die Grafik hier kein Vergleich mehr. Es wird natürlich auch immer schöner und besser. Und die Vielfalt an verschiedenen Autos ist auch immer sehr, sehr nice. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich gibt es hier jetzt nur dieses eine Modell. Ah, das sind glaube ich schon wieder andere, ne? Insert Coin oder drücke A. Es gefällt mir auf jeden Fall. So, also, dann fangen wir mal an. Ich habe mir das so gedacht, dass wir so ein bisschen abwechseln, vielleicht den Singleplayer-Modus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es wieder Strecken, die wir freischalten können. Und den Multiplayer-Modus spielen. Von allem immer so ein bisschen. Und so, natürlich gibt es auch hier wieder Zonen für die Rangliste. Da nehmen wir natürlich Deutschland. Ja, eigentlich bin ich aus Niedersachsen, aber ich nehme mal Hamburg, weil dort eigentlich dann immer ein paar mehr unterwegs sind. So habe ich zumindest immer das Gefühl. So, dann haben wir hier einen Track Builder, wobei das wahrscheinlich mit der Maus oder auf dem Rechner, auf dem PC ein bisschen einfacher ist. Online Racing, fordere Spieler aus der ganzen Welt heraus. Dann haben wir eine Kampagne, das ist ja nice. Multiplayer, lokal. Mehrspieler, das dürfen wir gar nicht uns angucken, weil da ist immer noch ein Embargo bis zum Freitag. Deswegen lassen wir das weg. Aber ich würde jetzt sowieso entweder online oder die Kampagne spielen. Und wir fangen mal an mit der Kampagne. So, Solo-Kampagne, Double Driver. Oh, geil, mit zwei zu zweit eine Kampagne. Das ist auch sehr, sehr nice. Weltweite Herausforderungen und Freundesherausforderungen. Wir machen natürlich erstmal eine Solo-Kampagne. Und müssen hier um so die verschiedenen Sachen. Oh, das ist ja nice. Das heißt, wir haben hier immer 10 Rennen und müssen immer Bronze holen eigentlich, um hier das freizuschalten, oder wie? Ah, nee, Canyon. Ah, okay, wir haben hier vier verschiedene Strecken, so wie es aussieht. Und da haben wir dann verschiedene Kategorien, Spielmodi. Und müssen dann hier immer das dann freischalten. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. White Series, Canyon Grand Drift. Und das sind die 10 Strecken. Multilap haben wir auch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt die schnellste Runde gemessen wird, aber ich denke mal schon. So, ich muss nur mal kurz gucken. Also, beschleunigen, das ist klar. Wichtig ist das mit dem Zurücksetzen, ne? Neu aufstellen am Checkpoint und Neustart. Also Y ist Checkpoint und B ist komplett von vorne. Okay, mehr müssen wir nicht wissen. Music Booster, Spiegel ist nach hinten, ja, das ist ja klar. Und Kamera wechseln, den rechten Stick drücken, alles klar.
So, ich werde die Folge jetzt aber nicht so lange machen, weil ich muss das Ganze hochladen und mit meinem Krücken-Internet hier auf dem Dorf kann das sein, dass es ein bisschen langsam dauern wird. Lange dauern wird. So. Ach, guck mal, hier können wir uns die Ghost Driver auswählen. Nehmen wir mal den silbernen, ne? Ich möchte nicht übertreiben. Ich kenne die Strecke auch nicht. Streckenkenntnis ist immer super wichtig. Weil wenn man die Strecken nicht kennt, dann kann man nicht gut fahren. Das heißt, man muss eigentlich immer ein paar mehr Versuche einplanen. Ja, Luft-Airtime ist hier natürlich immer sehr, 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 sehr viel. Ich habe einen Kumpel, der ist auch ein richtig guter Streckenbauer. Da macht es auch immer richtig Fun zu fahren. So, und das war doch eine vernünftige Runde. Das heißt, wir haben hier direkt mal Silber geholt. 36,04. Eins geschafft, nur noch 199. Was für ein Assi-Achievement. Alter. Ja, dankeschön. So, 36,04. Jetzt gucken wir mal eben ganz kurz. Was hat Gold denn? 35,12. Also, da müssen wir noch ein bisschen besser werden. So, wichtig ist natürlich auch, dass man viel Geschwindigkeit immer mitnimmt, wenig am Rutschen ist. Und aktuell sind wir 3/10 vor der Goldzeit. Ja, das hat gerade hingehauen. Und das müsste Gold werden. Eine Sekunde Vorsprung und so ist es. Also, 34,00. Wenn man, umso länger, umso häufiger man eine Strecke fährt, desto schneller wird man eigentlich dann auch immer. Also hier geht es sicherlich auch noch Richtung 33,5 oder noch besser. Wir werden aber schon gucken, wenn Gold in Reichweite ist, dass wir das dann auch machen. So, neues Zeug in der Werkstatt freigeschaltet. Ach, sowas gibt's auch. So, zurück zur Streckenauswahl. Hier sehen wir dann auch die Goldmedaille. Ach, guck an, und Gold zählt quasi als 3. Das heißt, wir haben hier jetzt schon mal für die Black Series haben wir das schon mal freigeschaltet, um einfach mal hier 10, 20, 30, 40, 160. Ach, guck mal, die Black Series, da muss man überall Gold haben, um das freizuschalten. Das ist ja mal übel. Krass. So. Dann gehen wir hier wieder rein. Und dann gucken wir mal, ist das eigentlich 60 FPS? Ich habe es gar nicht geguckt. Aber ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Häufig fällt mir das auch, wenn ich mir die Videos nochmal angucke danach, fällt es mir dann auch eher auf, dass es 60 FPS sind, als jetzt im Spiel selber. So, ich würde sagen, hier nehmen wir auch wieder Gold als Referenz. Wir wollen uns ja nicht kleiner machen. So, und das ist die Goldmedaille, der Ghost Driver, den wir hier schlagen müssen. Aber auch hier gilt es erstmal wieder Strecke kennenlernen. So, Bandenberührungen sind natürlich absolutes Tabu. Ich gucke mir jetzt die Strecke nur erstmal an, damit wir ungefähr wissen, wie das Ganze funktioniert. Ne? Streckenkenntnis ist halt, wie gesagt, das A und O. Ohne das geht's nicht. So, und hier haben wir auf jeden Fall schon mal schnelle Kurven, wo man halt schlittern muss, driften muss, U-Turn. Normalerweise versucht man es eher ohne. Viele bauen ja auch die Strecken so, dass man nicht driften muss, sondern dass man halt wirklich deutlich schneller ist, wenn man perfekt lenkt. So, machen wir natürlich nochmal. Joker einsetzen, Bronze mal 2. Wieso können wir jetzt erst... Ach, jetzt können wir erstmal wieder nur Silber. So, dabei ist es halt wirklich sehr, sehr wichtig, hier erst einmal die Strecke kennenzulernen. Und hier wissen wir, Driften ist angesagt. So, jetzt sind wir auf der falschen Seite. So, Bandenberührung, wie gesagt, absolutes No-Go.
So, das müsste ja Silber gewesen sein. 38,55. Kommt jetzt drauf an, wie dicht sind wir an Gold dran. 38,55. Ja, 3/10, das kriegen wir locker raus. Ah, hier haben wir jetzt ein bisschen was verloren, aber ist immer schön. Ach, guck mal, das können wir schon wieder vergessen. Also normalerweise läuft es wirklich so, ab einer Kurve, die man versaut hat, macht man nochmal Neustart neu. Eigentlich geht es halt immer darum, nicht Rennen zu spielen, sondern die schnellste Zeit. Und sobald man einen Fehler gemacht hat, zack, wieder von vorne. Ah, die haben wir gar nicht erwischt, da waren wir wieder viel zu spät dran. So, aber zumindest hier bei den ersten Strecken, die noch ein bisschen einfacher sind, da ist natürlich Gold Pflichtaufgabe und da fahre ich dann auch gerne mal ein paar Mal häufiger. Ah, das war jetzt nicht ganz hundertprozentig perfekt. So, wir sind noch vor der Goldzeit, aber die greift uns jetzt gerade hier an. Müssen wir jetzt hier perfekt durchkommen. Oh, das wird eng. Das wird saueng. Wow. Also, das war richtig knapp. Da ist noch viel Luft nach oben, ja, natürlich. Aber, ja, Hauptsache wir haben hier die Goldmedaille. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch noch kurz zur nächsten Strecke. Aber wie gesagt, ich muss das hier ein bisschen kürzer machen, weil ich es auch noch hochladen muss und ich würde es schon noch ganz gerne euch heute Abend jetzt nicht zu spät zeigen, weil nachher Champions League guckt es ja eh keiner mehr und deswegen muss es vorher hochgeladen sein und da mein Dorf-Internet mit 16.000 hier jetzt nicht so nicht so die Hochgeschwindigkeitslinie ist. Gut. So, ich mache erstmal Silber als Ziel. Wir müssen erstmal wieder die Strecke kennenlernen. So, ach, guck mal an, hier haben wir direkt mal Alter, hier haben wir direkt mal einen neuen Stil. So, da ist Streckenkenntnis natürlich dann noch wichtiger. So, immer schön gerade bei den Sprüngen. Aber häufig sind die Landezonen auch relativ klein. So, Loopings. Oh, da waren wir jetzt zu langsam für ein Looping. So ein Scheiß. So, ich mach mal nur ab den Checkpoint. Die Bahnen sind natürlich so gebaut, dass man von jedem Checkpoint, zumindest bei einer guten Bahn natürlich, dann wieder normal weiterfahren kann. Auch wenn ich mir hier jetzt die Gedanken mache, nee, hat gepasst. So, es kostet natürlich immens viel Zeit. So, ich möchte halt nur mal die Strecke kennenlernen. Hier haben wir quasi so einen U-Turn. Müssen wir hier einmal durchs Tor durch. Das ist ein häufiges Streckenelement. Ach, und hier ist schon das Ziel. Na, das ist ja nichts Besonderes. Da ist dann nur der Anfang ein bisschen kompliziert. Der Rest ist dann ja eigentlich Formsache. Na, hier kommt es drauf an. Tempo mitnehmen. So, eine gute Landung ist hier natürlich auch Pflicht. So, und schön gerade bleiben. Jetzt hat es auch gepasst. So, 4 Sekunden vor der Silbermedaille, das ist klar. Ist ja jetzt hier keine Kunst mehr. Und zack, durchs Ziel. Ja, dann haben wir hier auch Gold. Ja, wie gesagt, Leute, die Folge ein bisschen kürzer, ne, wegen den Hochladen. Wir haben jetzt 3-mal Gold geholt. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Schaut auf meinen Kanal, dann seht ihr, wann genau die Folgen rauskommen. Wir werden natürlich das komplette Spiel hier durchnehmen und auch zwischendurch dann mal online gegen Gegner, ich würde sagen immer so 20 Strecken. Wir haben ja jetzt hier schon 3 geschafft und dann mal ein bisschen online und so weiter im Wechsel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Folgen auch wieder mit reinschaut. Ja, wie gesagt, denkt ans Gewinnspiel. Bei dieser Folge Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen, dann seid ihr in der Verlosung mit dabei. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Also macht es gut und bis dann hier bei Let's Play Trackmania Turbo. Ciao.